Anagnanda ist Dave Dolle für Dolle Gym, hier für SI Online. Wir sind mit in unserer Oberkörperserie. Was man nicht alles kann machen mit Geräten, ist super interessant. Aber heute etwas ohne Gerät, nur Körpergewicht, den Berggang rückwärts. Am Anfang sind wir hier im Vierfüßler. Wir haben hinten die Zehen aufgestellt, die Hände sind flach am Boden, die Arme ziemlich durchgestreckt. Wo wir darauf achten wollen, ist, dass in der Stützposition der Ellbogen schön durchgestreckt ist und die Schulter über der Hand. Also nicht zu weit hinten, nicht zu weit vorne. Zum Anfangen direkt drüber. Nachher in der Bewegung verändert sich dann schon alles. Wir bringen mal die Knie weg vom Boden, dass wir da ein bisschen merken, jetzt haben wir da ein bisschen Spielraum. Aus dieser Position raus fangen wir an, rückwärts zu gehen. Das heisst, eine Hand und ein Bein gleichzeitig. Wir probieren mit den Knie tief über dem Boden zu bleiben, also nicht zu hoch. Schön stabilisieren. Wir haben hier neben dem Stützen mit den Armen haben wir natürlich dann auch hier heben im Rumpf. Das heisst, der Rumpf ist richtig schön aktiv. Und jedes Mal, wenn wir hinterher gehen, wenn wir hier vorne schieben, das heisst, wir trainieren hier den Schulterbereich schön mit so einer Schiebebewegung. Wunderbar für gute Haltung, stabile, funktionelle Schultern. Es gibt immer verschiedene Möglichkeiten, so etwas auszuführen. Was wir jetzt darauf achten, ist, dass wenn man dann in der Position ist und anfängt die Bewegung zu gehen, dass man versucht, den Oberkörper möglichst still zu behalten, also nicht zu fest da und auch nicht zu fest irgendwie hin und her, sondern als hätte man in Mitte Rücken eine Kerze drauf, die nicht in den Wachs runtertropfen sollte. Dann bleibt man schön ganz ruhig mit dem Körper. Damit der Körper ruhig bleiben kann, müssen natürlich die Rumpfmuskeln aktiv werden. Das heisst, man ist am Stabilisieren, währenddem dass man am Bewegen ist. Alright. So ein Berggang, ich sage dem an sich eine Oberkörperübung, aber natürlich sind die Beine auch im Einsatz. Man muss stabilisieren, man muss den Körper ja in der Luft heben. Die Zehen sind am Boden, werden so ein bisschen abgewinkelt. Das ist noch eine gute Dehnung für die Fußsohle. Darauf achten, nicht alles, was gut ist, braucht einen Haufen Hilfsmittel dazu. Berggang, Körpergewichtsübung, lässt sich überall machen, wo die Erdanziehung wirkt. Stabile Schultern, stabiler Rumpf. Danke fürs Zuschauen, bis bald, ciao zusammen.